auch von mir. Guten Morgen auch von mir, von Anka Freitag. Ganz innovativ habe ich mir gestern einen Milchaufschäumer bei DM gekauft. War reduziert für 2 Euro und ist jetzt Premiere. Ich habe Milch eingefüllt und man stuckt einfach nur. Ohne Strom, haptisch, manuell. So. Das muss ich mal eben zeigen, doch. Wenn das kein Schaumer ist. Wir fahren morgen nochmal. Wir müssen hier einkaufen. Das war der letzte. Das war doch reduziert. Dann bleibt der hier. Oh. Richtig cremig, schaumig schlagen. Geht gar nicht unter. Nein, der Kakao. Das ist voll gequillt, ne? Ja, ich konnte das nicht so abschätzen. Ein bisschen Flair. Was hast du dir hier gemacht? Schweinebratenbrötchen? Ja, mit Jelly. ASMR. Für Alex gezaubert. Ja, Alex, was gibt's denn da? Frühstücken. Hier gibt es jetzt Brötchen mit Geflügel-Paprika-Mortadella. Mhm. Eins wollte er nur mit Butter und ein Kakao. Okay. Das ist nicht schlimm. Wie lange hat das drin? 9 Minuten. Das tue ich dann noch mal rein. Das esse ich jetzt. Mit einem Löffel. Das kommt noch mal ein Minütchen rein. Vielleicht auf 120. Ich hatte nur 100. Na, auf volle Power vielleicht. Salz und Pfeffer. Sieht man das da oben nicht? Werde ich schon merken. Will ich mir da noch ein bisschen mehr abschälen. Das ist jetzt ein bisschen weich. Das andere habe ich noch mal drin. Achso, da. Aus dem Kopf. Aus dem Schädel. Das ist jetzt weich gekocht. Mmh. Mhm. Freitagsfrühstück. Du wolltest ja nicht, ne? Mhm. Das sind die Eier aus dem Airfryer. Bei wie viel? 120 Grad und dann so 8, 9 Minuten, 10 Minuten. Ja, weich, ne? Ja. Ja, und dann hast du schnell 10 Eier da gekocht. Erhitzt. Es kocht ja in sich selber. Aber färben tun wir die in hart gekocht dann, ne? Für die Bunden. Ja, ja. Nicht, dass wir da Salmonellen schleudern nachher haben. Man muss das dann selber austesten, ja. Wie viel Hitze der Freier so ja. Hat. Das habe ich nochmal reingemacht. Das ist jetzt fester so. Oh Mittel. Ja. Oh ja. Das ist Mittel. Richtig schönes Frühstücksei, ne? Ja, genau. So L'Oreal-mäßig. Mhm. Soll ich doch machen, Willi? Was? Mitte auch? Nein. Mhm. So liebe ich die Eier. Mhm. Mittel. Ich mache auch gerne mal hart gekochte. Mhm. Zu Ostern aber nur einmal im Jahr. Wie Spargel. Oh, das Achter Kallax wird aufgebaut. Wir haben uns das hier alles schon zurechtgelegt. Holzleim. Dübel, Dabel, das Kittchen mit dem Brett. Schraubenzieher, Kreuz und Schlitz, Hämmerchen. Keine halbe Stunde. Ein Achter Kallax.
Wir haben eben unter unserem neuesten Video einen Kommentar gelesen. Wir wussten nicht, was damit gemeint ist. Das Oma-Kind geht gar nicht. Ich weiß nicht, was das soll. Das ist ein No-Go. Ja, das Oma-Kind muss man rauslassen. Ja. Sie macht das freiwillig und sie möchte das. Wenn sie es nicht möchte, wird nichts gemacht. Sie kommt dann auch nicht auf Bilder oder Videos. Und sich schnell ein Fake-Profil anlegen und das dann wieder löschen, weil man Angst vor Beef hat, finde ich echt bescheuert. Und man meint ja wohl nicht, wenn man so einen Pubel-Kommentar schreibt, dass es was No-Go ist und was nicht. Entscheidet das, jeder für sich alleine. Ja, wenn Oma, Kinder, wir wissen immer noch nicht, wer das Oma-Kind ist, aber No-Go für dich ist, dann ist das No-Go für dich, aber noch lange nicht für uns. Frohe Ostern. Hier ist ein kleiner Zwischenstand. Die Kisten da mit den Punkten, das kommt noch weg. Der Wagen, da sind jetzt meine wichtigen Aquarell-Acryl-Sachen drauf. Da sind, wo Gitte jetzt aufgemacht hat, sind Softpastellkreiden. Da sind Säurefarben für Wolle färben. Da sind Säurefarben für Wolle färben. Unten ist das Katzenloch. Und eine leere. Nee, was ist da in der leeren? Ah, nee, da sind die Silikonsachen drin, oder was ist da jetzt? Ja, unten. Ja. Und oben ist, ja, allerlei. Guten Tag, ich bin Herr Oyster. Mir gefällt es da an der Wand nicht mehr. Ich möchte den anderen Platz. Magda macht das schon. So. Hallo nochmal. Der andere ist auch fertig, ne? Ja, den Hund. Haben wir so viele Zwiebeln? Ja. Wir haben so viele Zwiebeln. Es gibt jetzt eine Neustartpille. Und? Einfach loslassen und neu anfangen. Da steht nicht Mohahaha. Kein Mohahaha. Mal gucken, was da steht. Bei Geburtstag aber, ne? Einer ja, einer nein. Wechselwirkungen mit der Neustartpille sind möglich mit Glückspille. Dies kann die Wirkung beider Medikamente verstärken. Folge ist schneller und besonders guter Durchstart, Neustart. Oder mit der Anti-Chaos-Pille. Dieses kann die Wirkung beider Medikamente aufheben. Folge ist langes Beibehalten von chaotischen Angewohnheiten. Du kriegst keine Anti-Chaos-Pille. Wie ist die Neustartpille einzunehmen? Nehmen Sie die Pille ganz entspannt ein. Falls Sie Schwierigkeiten haben, versuchen Sie es einfach noch einmal. Welche Nebenwirkungen sind möglich? Bei der Bewertung der Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt. Sehr häufig, mehr als 9 Behandelte von 10, gelegentlich 9 bis 10 Behandelte von 10, sehr selten 1 Behandelter von 2. Wie ist die Neustartpille aufzubewahren? Arzneimittel für zufriedene Menschen unzugänglich aufbewahren. Besonders Vorsicht ist bei der Einnahme von Neustartpille ist erforderlich. Nehmen Sie Neustartpille erst nach der Rücksprache mit einem erfolgsgekrönten Menschen ein. Wenn Sie gerade auf dem richtigen Weg sind, auch sonst. Was ist die Neustartpille und wofür wird sie angewendet? Die Neustartpille ist ein alter Trott und fehlerstillendes Arzneimittel. Neustartpille wird angewendet zur symptomatischen Behandlung von negativen alten Gewohnheiten und von allen Arten von Misserfolg. Was müssen Sie vor der Einnahme von der Neustartpille beachten? Neustartpille darf nicht eingenommen werden, wenn Sie sich nicht neu orientieren möchten und wenn Sie keinen Fehlstart hatten. Zum Liefern.
Genau. Einmal zwei Crocs. Schinken. Doppelschinken mit Knoblauchsoße gleich drauf. Ein großer oder klein? Normal. Normal. Groß. Normal. Habt ihr auch Pizza? Nein. Keine Pizza. Cheeseburger oder Hamburger? Cheeseburger. Nehmen wir einen Cheeseburger und einen Hamburger noch. Trinken? Nö, haben wir. Ja, nein. Nö, nein. Kein Milchshake oder noch? Nein. Nee, okay, das war's dann. Das stopft dann so. Ja. Zwei Burger, ja? Wir machen unseren Milchshake. 37,70, alles klar. Vielen Dank. So, Frau Magda, was haben wir denn jetzt hier? Die Zeit, von wann bis wann? Wir haben heute Morgen um 10 bis 5 vor 7 heute Abend, also 18:45. Schränke, Sven hat die Schränke alle aufgebaut. Wir haben ausgeräumt, umgeräumt, umgepackt, weggeräumt, hingeräumt, Teppich hingelegt, Flur, Essdiele. Wir sind fertig. Sven hat sich noch schön geschnitten. Ja. Das spritzte das Blut an die Schränke. Ja, ganz schlimm. Mit so einem Cuttermesser. So, und jetzt haben wir gesagt, wir stoßen an. Prost! Follow Me Around gibt es dann später, ja. Wir warten auf Essen. Genau, wir haben uns bei Crazy Grog Grog Doppelchinken mit Knobi-Soße und Elada kriegt einen Cheeseburger und einen Hamburger. Ja. Und die Mutter blicket stumm auf dem ganzen Tisch herum. So, ein Sneak Peek kriegt ihr schon mal, ein Sneak Peek aber nur. Ja, nur ganz kurz. Das ist meine Kreativecke da. Und morgen kommen ja noch die Einsätze. Ja, die größeren Boxen. Für Kallax. Ja, genau. Da oben ist jetzt eine Pflanze und pflänzelt. Und hier ist ein Bild. Sven sagt, das sieht jetzt aus wie bei Michel aus Lönneberger mit den Kommoden. Das ist ja, so ein Landhaus. Schwedisches Landhaus. Warte, ich mach mal auf Stopp. Ja, wir haben gesagt, das sieht jetzt aus wie im schwedischen Landhaus. Schwedischen Keller des Todes. Ich bin begeistert. Es ist ganz schick geworden. Hier auch einmal ganz kurz um die Ecke. Da wurde auch optimiert. Da die Schränke sind neu. Sven hat gleich alles entsorgt. Teppich. Ja, der Teppich. Flauschige. Genau. Den haben wir auch in der Stube. Aber in der Stube ist im Moment Sven am liebsten. Ja. So, wir sagen dann mal tschüss, bis später. Oder bis morgen. Also wir gehen morgen dann mit Elada morgen früh gleich, ich glaube um 7 machen die auf. Also sie, wir aufwachen, Kaffee, schnell Katzenwäsche, Feuchttücher unter der Achsel. Einkaufen. Einkaufen, sehr groß. Ja. Aber jetzt machen wir erstmal. Für Osterfeiertage. Auch, ja. Und das, was wir essen wollen. Und danach zum Dom. Ja, und Nachmittag dann. Hamburger Dom. 15 Uhr haben wir gesagt. Genau. Okay. Zack, 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 nicht lang schnack. In der Vitrine. Ah, ist der Krog gekommen? Ja. Crazy Grog Lieferung ist angekommen. Ich habe mich so drauf gefreut. Das gibt's ja in Böen nicht. Nein, leider nicht. Leider nicht. Bei Lieferung über 40 Euro ein Liter Cola gratis. Abholer zahlen, sparen satte Rabatte. Crocs, Crepes, Burger und Salatbowls und Eis. Und hier gibt es dann noch die Shakes. Das ist der beste Crocladen. Ja.
früher fingen sie an mit Madame und Monsieur, nur ja. zwei Stück. Mit Stella. Ja. Und Bettina. Ja, und Angela Heller. Und Sandra. Schneegers. So sieht er dann aus. Willst du nicht? Ehrlich? Das ist mit der Soße nicht. Oh. Und den Hamburger? Und wie schmeckt es dir, Magda? So gut. Der ist so gut. Dann so ewig nicht mehr gegessen. Dann schmeckt das doppelt so gut. Dann sagen wir Gruß, Kuss und bis morgen Schluss.